Willkommen zurück zu Lisa. Ihr werdet euch jetzt vermutlich fragen, was zur Hölle ich wieder beim Beehive mache. Und zwar, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was man noch machen könnte. Und wir haben beim letzten Mal zum Beispiel diesen Duffelbag aufgesammelt. Und ich meine, dass Duffy eine Sache war, die wir hier miterleben durften. Um ehrlich zu sein, ich habe natürlich dann im Video nachgeguckt. Und zwar gibt es hier diesen Kollegen. Duffy! I like you! RT joined your party and took your duffel bag. Ja, okay, das war zu erwarten. Und dementsprechend die erste weitere Person mit Level 15. Interessanterweise hat der so einen Status-Effekt. So, Bag of Fire. Open your bag to reveal surprising contents. Causes burning. Causes blindness, weirdness und nochmal burning. Okay. Und Savage Elbow. Okay. Ein Kandidat. Doch durchaus interessant. So, als nächstes kann ich jetzt schon mal so verraten, dass wir vermutlich mindestens eine weitere Person bekommen. Oder irgendwas von der Person bekommen. Und zwar, der wollte diesen Olothian Whiskey haben. Den habe ich einmal gekauft. Wir werden gucken, was passiert, wenn ich dem das gebe. In der Bar angekommen, gucken wir jetzt mal, was hier passiert. Wow, hey Bobby, why, wow, hey, you are there. You gave up your whiskey. Hiya, boy. Hiya, you had. You're good people. We family. I don't need any more. Wait for life. Birdie Hall joined you? Okay. Eine weitere Person. Level 16 immerhin. Drinks on me. Und er arbeitet auch wieder mit TP. Interessanterweise. Share your alcohol causes drunkenness. Gasoline spit. Flammable li. Oh! Oh, interessant. So kann man Gegner vermutlich anfälliger gegen Feuer machen. It's hard to keep balance when you're drunk. Use that to your advantage. Okay. Okay, das hat er in drei Varianten. Und a little medicine from daddy. Heals HP. Interessant, interessant. Problem ist leider, dass er halt auf TP zurückgreift. Also wir haben hier schon zwei interessante Leute bekommen. Okay. Es gibt theoretisch noch diesen einen Typen für 500 Max, den ich jetzt ganz bewusst nicht gekauft habe. Einfach weil das mit dem Ticken zu teuer ist. Und so wie ich mir vorstelle, ist der. Das ist eigentlich meistens so. Die kosten verdammt viel und sind dann meistens nicht sonderlich gut. Oder noch schlimmer sind Joy Addicts, wovon ich genug Leute mittlerweile habe. Und dementsprechend werde ich ihn mal ganz kurz nicht angehen. So, wir werden von hier aus gleich weitermachen, aber ich werde vorher noch einmal hingehen, mich heilen, damit die komplette Party vorbereitet ist. Und dann gehen wir in das neue Gebiet über. Okay. Bye bye now. I see a bright future for your band. I think I'd like to lend my hand. Oh, sweet. Ich habe mich jedes Mal mit ihm geredet gehabt, als ich hier zurückgekommen bin. Und bei dem letzten Mal hat auch hier diese Person uns beglückt. So, Doom. Geese. Level 11. Super Pack und Ultra Pack. Falling Face Slam. Okay. Ja. Und wenn wir dann eh schon hier sind, probieren wir ihn. It doesn't look like it wants any harm. Ach so. Okay. Dann natürlich auch wiederum nicht. Dann gehen wir einfach über und gehen das richtige neue Gebiet über. Okay, halt. Es gibt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar, wenn man hier diesen Weg durchgeht und dann nach rechts geht, geht's zum Beehive. Aber was passiert, wenn man nach links geht? Denn hier geht es nämlich tatsächlich weiter. Und das ist eine Sache, die ich bisher auch noch nicht gesehen habe. Dementsprechend gucken wir uns die ganz kurz gemeinsam an. Be careful in the swamps. Lots of secrets rest around here. Ja, das haben wir schon so ein bisschen mitbekommen. The bees live on the other side of the swamp. Don't go over there unless you're looking for love. There's nothing on the table here. That creepy guy at the bar won't leave. He's been here for longer than I can remember. My brother used to love coming here. We would listen to music all night. I wish I could see him again. I will catch one of you fishmen motherfuckers. I know those jerks live in these swamp waters. I just have to find the entrance. Okay, also, wenn man hier hingegangen ist, ist es sogar relativ offensichtlich, dass man tatsächlich hier was finden könnte.
Oh, hier hätte man auch Orleans Whisky kaufen können. Gut zu wissen, aber habe natürlich keinen Grund, hier irgendwas zu kaufen. You played the old record you found. Oh, damit haben wir die verloren. Okay, jetzt hat sich irgendwas geändert. No, immer noch das gleiche. This song. My brother's record. You must know where he is. Take me with you. A solitary man, his love of music can aid you in battle. He plays the guitar with all his heart and soul. Take him with you? Yeah. Thank you. Moment. Wie hieß der? Bo. Oh, hatten wir den der Typ, der da draufgegangen ist. Das war diese Kreatur. Das ist also der... Oh. Ich glaube, den sollten wir vielleicht nicht aufsuchen. Ansonsten... Stats gehen in Ordnung. Wenn nicht wirklich umwerfen, weil Luck und Agilität ist okay. Aber halt Attack oder Special Attack sind die beiden wichtigen Sachen. Und da überzeugt er dann halt eher weniger. Soothing Song that cures your party members of alignments, of sleep. Ne, puts people to sleep, okay. Heals HP, okay. Makes feel weird, always. Oh, das wird natürlich durch interessant sein. Und Bleeding. Muss ich ganz ehrlich zugeben, nein, danke. Ansonsten, ihr habt gesehen, ich habe Birdie reingetan, habe da Olin für rausgetan. Keine Ahnung, ob es clever ist, aber ich würde ganz gerne mal wirklich wissen, wie die Spit-Fähigkeit von ihm ist. Gasoline Spit. Okay, jetzt denke ich, haben wir alles. Alles, was man irgendwie hätte finden können, was mir noch eingefallen ist. Und dementsprechend gehen wir jetzt tatsächlich endlich mal über. Und wir geben uns Richtung das eine Gebiet, was wir jetzt noch nicht entdeckt haben. Dafür nehme ich jetzt einfach die Truck Keys, weil es bei weitem angenehmer ist. Und arbeiten uns von hier. Jetzt müssen wir da wieder hoch, genau. Speicher. Weiß ich doch mal bitte zusammen. Ist es jetzt weg? Ne, jetzt ist es wieder da. Doof. Okay, genau, hier war die Bar und von hier aus geht's dann weiter. Party Composition, da bin ich mal wirklich gespannt, wie viel dieses Öl da an extra Schaden anrichten kann. Denn ich gehe mal wirklich davon aus, dass man Öl plus Feuer kombiniert und das dann richtig lustig werden könnte. Okay, was haben wir denn hier so Feines? Wieder eine Möglichkeit zu speichern. Jo. Und mehrere Wege, die man gehen kann. Viel los ist jetzt hier bisher noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier etwas haben, was normalerweise hätte anders ab... Oh oh. Bob's Dodge... Oh. They're gone. All gone. They tied everyone up. Stuffed them in the dojo and... Boom. Okay, also ich kann mir wirklich... A pile of ashes. Yep. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass es die beiden Arschlöcher waren, denen ich das TNT gegeben habe. Mit anderen Worten, dieser Bereich ist komplett verlassen. Yay. Mit Ausnahme von ein paar Sachen. Und Suppe. Ja, nur dass eh kein anderer Schweinchen hier mehr ist. Sweet. Well, also habe ich mir hier eventuell irgendwas versaubeutelt. Aber was auch immer es im Endeffekt war. Martys Yard-Sale. Well. Ja, hier ist niemand mehr. Ist hier oben noch irgendwas? Nope. Well, that sucks. Also, hätte ich denen das TNT nicht gegeben, dann wären die hier vermutlich alle noch am Leben gewesen. Oh well. So, ja, jetzt hätte ich natürlich auch die ganze Sache hier wieder abkürzen können. Dann gucken wir uns jetzt noch die letzte Sache an.
Und zwar diese eine Sache hier unten. Was es hier mit sich auf sich hat. So, hier ist nix. Got any sea maps to show me? Ich dachte, wir hätten. Ah, is that a map or a chart? Whatever it's called. It is. Wow, it smells. Garbage Island, huh? Well, I can take you to this island. What do you say? Go to Garbage Island? Settle up? To Garbage Island! Wir hier. Okay, ja. That's Garbage Island. Holy shit. Kann ich hier irgendwie raufklettern irgendwo? Nope. Und ich bin mal so frei. Oh. Wir können hier nicht einfach so unsere Fahrzeugschlüssel nutzen. Oh, das Spiel ist so langsam wieder. Hey, friend. Haven't seen you before. You look cool. Please come in. Okay, cool. Ich gehe mal davon aus, dass das Wasser ist. Da sollten wir nicht runterplumpsen. Aber weißt du was? Wir machen einfach mal den Test. Yes, danke. Ja, tatsächlich. Sah schon danach aus, aber man will ja einfach mal testen. Nicht, dass da halt auf einmal ein Weg ist, den man hätte gehen können. I'm the greatest kart racer of all time. You will never be able to face me. Wanna sign up for a kart race? It's 10 max. Kart race? It's the most exciting thing ever. It's a two-man race to the finish line. You really should try it. It's only 10 max. Ich hab gespeichert, okay. Saddle up? Ready? Okay, Leertaste drücken, vermute ich mal. Ach du heilige Scheiße. Ernsthaft? Ach so, nee, es hat noch gar nicht begonnen. Doch, es hat begonnen. Oder auch nicht. Okay, the most exciting bla bla bla. Ich sehe schon. Oh Gott. Ist da irgendeine Strategie dahinter, außer Leertaste zu hämmern? Yay, I did it. Not impressed. Oh boy. Und das Spiel hat Slowdowns wieder ohne Ende, weil ich auf das verdammte Fahrrad gestiegen bin. Wanna sign up for? Yes. Come on, let's do this. Yes, yes, yes. Oh nein, Joy Withdrawal! Ernsthaft, ist da wirklich keine Idee dahinter, außer halt einfach nur Leertaste zu hämmern? We got that fucking boring. Jupp. That ain't no Mario Kart. You won 20. Wow. Whatever, he's alright. Ah, oh, natürlich verliere ich jedes Mal meinen verdammten Sitz, um da hoch einfach schneller fahren zu können. Oh, whatever. Wanna sign up for the race? Yes, yes. Oh mein Gott, was ist mit dir los? Oh nein, er wehrt sich. Das ist eine gute Frage, ob da wirklich irgendwas dahinter steckt. No, ich habe etwas Vorsprung. Never mind.
Werde ich jetzt tatsächlich gewinnen, weil ich immer früher fahre als er? Ich gehe mal von aus. Yay! Come back and face me! Ist das jetzt das letzte Mal, bitte? Wanna sign up for the race, yeah! Oh, it's him! Woo! Ready, go! Er brennt vor mir anfangen, Frechheit! Ich kann nicht schneller! Oh nein, er führt! What am I going to do now? Oh no! He's superior to me! Come on, you can do it! Oh my god, it's so close! Who would have sunk? Oh my god! Oh my god, auto photo finish! Wow, you really are good! You're taking out everyone! You're the champ now! Wow! Wir sind der Gewinner! You won! I worked my whole life to be the best kart racer. Well, technically I wasn't accounted before all this. But that's not important. I'm lost now. Cause you're an asshole. Well, maybe I can teach you some of my kart skills. Hang out with me and my crew. Also, das waren wir. Alright, but just remember, I will be stronger. Become stronger, I will surpass you. And I will beat you. I don't need friends, only opponents! Fly Minetti has joined your party. Oh yay, wir dürfen mal wieder auf unserem Fahrrad fahren. Okay, können wir hier runter? Tatsächlich. Just down the way is a bar. It's way too dangerous to go. Only badasses can live long enough to get there. Okay. Let's try. Love, for in laughter is all evil present, but it is sanctified and absolute by its own bliss. Now fuck off. Sometimes it's okay to be sensitive. Hey, outsider, to be honest, I like the way you smelled before. I hate this island. Kann ich ihm nicht übel nehmen, ja. Oh, hey, hi. Warum auch immer du uns auf einmal angreifst. So, der Kollege hat Swig. Und das gefällt mir so überhaupt nicht. Denn es sieht so danach aus, als würde er dann halt anfangen zu trinken. Dementsprechend mach mal Gasoline. Und du machst Feuer. Das Problem ist natürlich, dass er vorher angreift. So, jetzt machen wir ganz einfach WSD. Das ist einiges. Okay, er ist pissed. Oh, der heilt auch. Machen wir einfach Swiggy, wenn wir mal wissen, was passiert. Holy shit! Jop, das war Schaden. So, die Frage ist, ob das jetzt zum Beispiel ein Random-Encounter war oder nicht. Ansonsten hier kann ich jetzt hochfahren, aber halt... Ich drücke die ganze Zeit auch immer die Taste. Lunatic Trash, okay. Das Problem ist wirklich, dass Percy zu schnell ist. Dementsprechend. Ich meine, das ist nicht schlimm, damit kann er mir einmal Burning Damage extra anrichten. Das geht also in Ordnung. Ich mache wieder ganz normal Fireball. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht unbedingt die. Ist Talking Serious Trash. Ah, okay. Das ist also der Witz hinter ihm. Alles klar. Oh. Encouraged greatly. Nice. Ein besserer Heal, vermute ich mal. Okay, hier kann ich rauf, aber hier ist nix. Hier ist viel Zeug unterwegs, aber halt... Okay. Fridge. Okay.
Greatly unquestionable genuine thumbs up. Recovers HP, okay. Mach trotzdem Feuer. Okay, sweet. Und wisst ihr was, wir machen mal ruhig Level 2. Wir trauen uns mal was. Okay. So, da kommen wir nicht hoch. Auch wenn es schön gewesen wäre. Okay, also wir warten halt. Ich denke, das sind mittlerweile zufällige Encounter, ja. Einfach weil wir den jetzt zum zweiten Mal antreffen. So, mittlerweile muss man bei Brad wirklich fragen, ob es clever ist, weiterhin auf Feuer zu gehen oder eher auf normale Attack. Denn, okay, jetzt ist natürlich dumm. Also dann darf halt keinen extra Schaden machen. Okay. Fridge ist am Überlegen. So, du kannst jetzt ein bisschen Gasolin draufspucken. Okay. Ja, hier ist wirklich nicht viel los. Außer unendlich viel Müll. Oh! Das Ding steht. Ob es jetzt gefährlicher ist als normal? Who knows? So, gib mal SP. Einfach, weil wir es können. Dankeschön. Und du machst ruhig mal Level 3. Was soll's. Ja, da sieht schon einiges. Oh, hingefallen. Unschön, unschön, unschön. Aber nicht tragisch. Holy shit. Also Percy scheint bei weitem bessere Ass-Attack zu haben. Will ich mal wirklich jetzt einfach kurz überprüfen. 30 gegen. Interessant. Interessant, interessant. Okay, ein Vollidioten nach dem anderen. Soll mir recht sein. Heil den einfach mal. Das ist wirklich schade. Wir müssen irgendwie eigentlich dafür sorgen. Oh. Jetzt sogar Brad schneller. Ja, ein bisschen schade. Das war nicht viel. Ja. Trink du ruhig. Ja, die Combo gefällt mir richtig gut. Oh oh, was ist denn da oben? Hat da sah nicht gut aus. Nope, nicht ansatzweise. Gibt's irgendwas? Kannst ruhig mal weiter herstellen. Weil dass die Gegner hier nicht wirklich stark sind, ist durchaus in Ordnung. So, du hast keinen Vistor mehr. Da will ich mal wirklich wieder gucken. Weiß nicht, ob das clever ist oder nicht. Aber dadurch, dass er so viel Attack mittlerweile hat, Brad, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht falsch ist. Niedlich. So, weißt du was? Ihr macht mal bitte einfach nur weiter. Den jetzt extra halt mit... Wie heißt's? Extra noch jetzt voll zu spucken, glaube ich, bringt sich allzu sehr. Ja, da sieht man leider... Oh, jetzt ist er sogar drunk geworden. Das ist vermutlich das Problem, ja. Könnte ich mir irgendwas machen? Ja, aber trinke mal weiter. Ist überraschend, wie lange der wirklich aushält. Okay, sehr gut. Oh boy. Siehst nicht gesund aus, mein Lieber. Hey, eine Flasche. Sweet. So, aber jetzt kann ich den aktuell noch ignorieren, aber vermutlich nicht auf dem Rückweg. Hi. Kann man dir helfen? Oh boy. Da hinten geht's lustig weiter. Ja, okay, dann werden wir hier auch gar nicht großartig. Nee, greif mal bitte an. Ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen lieber ab. Okay. You gang won the battle. Ja. Yeah. Hey, wow, 23 Max. Hat sich gelohnt.
Olli. What? A customer? I haven't had a customer in years. I bought this bar from some city slicker. What a terrible investment. I've been living off of trash and seawater for quite some time. I want to leave, but I always get lost in all the trash. And on top of that, I'm up to my eyeball in pawn mag debt. I suppose this is my lot in life. Pay his debts? Wow, wow, wow. You will pay all two magazines? Yes. Oh joy, I'm finally free of this debt. Now I only have 7 other people to pay off. My boy, I owe it all to you. Okay, noch eine weitere Person. Olli Nichols, ein Greaser. Noch einer mit einer Susi. A sweaty business owner who has lost it all. He suffers from depression. Oh boy. 7 luck. Einiges an Defense. Nein, danke. Birdie sobered up. Ja, okay. Aber das ist wirklich einfach seine Situation. Ich würde es eigentlich ganz schick finden, wenn wir vielleicht irgendwann mal einen Speicherpunkt finden würden. Da ist wieder ein Rastplatz, aber den werde ich logischerweise nicht nutzen. Nicht dumm. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob hier oben... Ne, hier oben ist auch nichts. Okay, dann werden wir vermutlich jetzt hier gleich gegen dieses... Oh, hier ist einer. 1 Speicherpunkt. Sweet. Okay, dann probieren wir es jetzt gegen das komische Mistvieh. Yep. Hallo, Georgi. Mhm, okay. Ja, du musst leider trinken. Du... ja, doch, Attack. Und du auch. Sweet. Ah, warum seid denn ihr beide immer so früh dran? Body, krieg den Scheiß zusammen hier, hey. Oh boy. Okay, gut zu wissen. Du wirst ihn jetzt vollspucken, du musst den heilen. Und du fängst auch mit Feuer schon mal an. Das ist echt scheiße jetzt, ja. Das hab ich im Endeffekt 2 Runden halt so verbracht. Nicht tragisch, aber halt. Man hätte halt mehr Schaden anrichten können, wenn er... Och Gott, och Brad. Ernsthaft. So, oh! Secret Stash heilt alle. Das ist natürlich sweet. Share your alcohol causes drunkenness. Weißt du was, greif einfach mal so mit an. Du hingegen... weißt du was, greif an. Und du auch, bitte. 1800 ist extremst gut. Er hat zwar geblutet, aber halt... Schaden hat er dann doch wiederum nicht genommen. Okay. Weißt du was, trink. Ne, weißt du was, greif euch an. Und du... auch weiterhin. Und du machst auch weiterhin Feuer. Ja. 2000 fast immer pro Angriff. Ist extremst gut. Very. Und er ist minus scared. Und tot. Okay, damit kann ich leben. Plus 3000 dafür, wow. Fireball 4, wow. Und Joy haben wir bekommen. Was wir nicht wollen. Kann ich auch überlegen, ob wir das vielleicht irgendwann mal verkaufen. Okay, und jetzt müssen wir uns hier im Endeffekt einfach nur wieder zurückarbeiten. Was definitiv nicht die größte Herausforderung sein sollte. So, ich fange mal wieder an. SP, genau. Und du Fireball. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie der nächste Fireball aussieht. Denn bisher hatten wir WSD, WDD und WSS. Also gute Frage, in welche Richtung sich das denn jetzt begibt. Oh no! Bleeding. Ja, Swiggity Swig. Du machst es mal bei dir selber und du machst Fireball. Sweet. Okay, gucken wir den Fireball Nummer 4 an. Und zwar ist das WDAS. Oho. Gut zu wissen. Und Stop Bleeding, gut. Schön für dich. Und jetzt denke ich jetzt mal wirklich einfach wieder komplett nach Hause. Und leider gibt es da, glaube ich, keine Abkürzung für. Gasoline, du fängst mal an, dir selber Mana zu geben und du machst Fireball weiter. So, aber weißt du was, mach mal anders, Skills. Kann jetzt passieren, dass er natürlich hierbei drauf geht.
Ist egal. Ich werde auch jetzt, glaube ich... Ja, Swig Swig, mach ruhig. Wir können ja einfach mal den neuen Skill einsetzen, weißt du was? Gleich, dass ich eh nochmal danach in das Inn zurückkehren werde. Sweet. Ist eh egal, wie viel ich jetzt hier verbrelle. Ich denke, das war's dann jetzt hier wirklich. Wir werden jetzt hier noch diese zufälligen Gegner genießen dürfen. Und auch die Frage ist, ob es hier clever ist, ob man irgendwie grinden sollte oder ähnliches. Denn die Gegner sind nicht unbedingt stark. Sie hatten zwar ein bisschen was aus, aber halt... Die größte Herausforderung stellen sie halt einfach nicht dar. Burning, yo, yo, yo. Und... Machen wir mal Tackle. Oh, sweet, umgekippt. Was aber auch Wurst ist. Okay, das Zeug oben und unten. Ah, es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Was nicht schlimm ist, aber es ist halt nervig. So, weißt du was, du greifst einfach nur mit dem Bumerang an. Denn wäre ganz cool, wenn wir dann doch mal... eine Sache von... Okay. Dafür sind wir mittlerweile zu stark. Nicht tragisch, aber halt... Ich komme halt so nicht zum Heilen. Okay, dann sind wir jetzt hier am Ende scheinbar schon wieder. Oh, man konnte einfach da lang laufen. Ich dachte, man konnte nur durch diese den Sprung da oben entlang. Nope, nicht der Fall. Gut, dann haben wir das hier. Garbage Island ist abgeschlossen. Und dann werden wir beim nächsten Mal... Jupp. Und dann werden wir beim nächsten Mal endlich mit der Story weitermachen. Denn ich denke, wir haben alles erreicht, was wir erreichen können. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.